Ein fairer Finanzausgleich zwischen armen und reichen Staaten und der Kampf gegen den Klimawandel. Das sind die zentralen Themen eines Gipfeltreffens in Paris, zu dem Frankreichs Präsident Macron zahlreiche Staats- und Regierungschefs eingeladen hat. Laut einer Beschlussvorlage sollen Entwicklungsbanken ärmere Länder stärker unterstützen, vor allem bei Naturkatastrophen. Mit verbindlichen Entscheidungen werde bei dem Gipfel nicht gerechnet. Mit einer deutlichen Zinserhöhung hat die Zentralbank der Türkei eine Zinswende eingeleitet. Sie hob den Leitzins von 8,5 auf 15% an. Jahrelang hatte sich Staatschef Erdogan für niedrige Zinsen stark gemacht, obwohl die Preise in der Türkei dadurch schneller stiegen. Mehr jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die türkische Wirtschaft steckt seit Jahren in einer schweren Krise. Mit dem Kurswechsel will die Notenbank die türkische Währung stabilisieren und der davon galoppierenden Inflation Einhalt gebieten, die die Bürger belastet. Das türkische Wachstum ist schwach und die schwache Währung bringt auch den türkischen Staat in Nöte. Denn die Türkei hat Probleme, ihre Schulden zu tilgen. Sie machen nur 31% der türkischen Wirtschaftsleistung aus, doch 50% dieser Schulden liegen im Ausland. Sie müssen mit harten Devisen, Euro oder Dollar, getilgt werden. Doch die türkischen Kassen sind leer. Das Risiko einer Staatspleite wächst. Vor diesem Hintergrund hatten Anleger noch striktere Maßnahmen der Notenbank erwartet. Der Kursverfall der Lira ging heute weiter.